Wölfe TV macht Urlaub und braucht Vertretung. Also wie immer. Genau. Hallo Wimsi, hallo Luca. Wir spielen jetzt eine Runde Kiss, Mary, Kill in der VfL Edition. Das erste Szenario ist, ihr gründet eine Band und ihr braucht noch einen Leadsänger, einen Manager und einen Fan, der einfach nur zu den Konzerten kommt. Wie teilt ihr auf? Mickey van de Ven, Lukas Metscher und Matthias Zwanberg. Sänger, Manager und Fan. Dann dürft ihr gerne immer in die Kamera euch den Platz einmal zeigen. Boah, das kann ja bei mir keiner lesen, Mann. Das hättest du vorher sagen müssen. Wir blenden es zur Not ein. Okay. Fan haben wir den gleichen. Also ich muss dahin gehen. Fan habt ihr den gleichen? Ja. Und die anderen zwei umgekehrt. Okay, dann nur ein Punkt. Weiter geht's. Als nächstes plant ihr eine Überraschungsparty für einen Mitspieler. Wer kümmert sich um die Location? Wer macht den DJ und wer kommt einfach nur als Gast? Kevin Paredes, Maxence Lacroix und Jonas Wind. Maxence ist dort mit der Erde, ich weiß nicht genau, okay, wie man dich schreibt, aber einmal ich habe die Nummer. Ja, da sind wir da! Warum? Warum habt ihr euch so entschieden? Maxence macht oft die Musik in der Kabine. Das stimmt. Und ja. Kevin kann man die Organisation nicht zutrauen. Ja, ganz genau. Der kann es gut, das passt schon als Gast. Sehr gut, dann machen wir weiter mit, es wird ein neuer Batman-Teil produziert. Wer könnte denn Batman spielen? Wer spielt den Bösewicht? Und wer schaut sich den Film nur im Kino an? Da haben wir einmal Kilian Fischer, Sepp Bonneau und Philipp Schulze. Schwer jetzt. Ich bin gespannt. Lukas, ready? Komplett anders. Batman hast du Sepp und du? Schulle. Warum? Weiß ich nicht. Sepp ist irgendwie so mit seinen blonden, langen Haaren, der könnte so ein ekliger Bösewicht sein. Okay. Ja. Nein, ich hab's genau umgekehrt, dass Kili so in diese Batman, in die Bösewicht-Rolle rein kann und selbst so diesen Batman fühlt. Schade. Naja. Machen wir weiter. Ihr eröffnet ein Restaurant. Wer kocht, wer macht den Barkeeper und wer wird der neue Stammkunde? Oh. Max Arnold? Scheiße, T-Shirt kommt. Pavo Berman und Riedle Baku. Ja, ich muss so machen. Ja. Okay. Boah, da sind wir wieder da. Sehr gut. Okay. Ihr beide sitzt bei DSDS in der Jury. Neben euch ist noch ein Platz am Jurypult. Wer moderiert die Sendung und wer geht mit dreimal Nein nach Hause? Josh, Jenan und Felix Metscher. Okay. Nee. Okay, ja, das war klar, dass das ist, aber ich habe Josh da bei dreimal Nein reindrücken müssen. Aber Moderation haben wir gleich, ne? Ja. Moderation haben wir gleich, wenn du. Okay. Aber ich habe Josh reindrücken müssen. Nach eurer aktiven Karriere schließt ihr euch als Trainerduo zusammen. Für das DAF-Team braucht ihr noch einen Teammanager und einen Yoga-Lehrer. Oh. Für den dritten im Bunde gibt es vorerst keinen Platz. Josh, Kili und Mini. Teammanager? Oh, kein Platz, tut mir auch. Ja. Ja. Sehr gut. Okay, dann die allerletzte Kategorie. Wölfe TV macht Urlaub und braucht Vertretung. Also wie immer. Genau. Wir brauchen jemanden, der die Interviews macht. Wir brauchen jemanden, der für Bild und Ton verantwortlich ist. Und wir brauchen jemanden, der sich am besten ganz weit fernhält vom teuren Equipment. Da haben wir einmal Yannick, Luca und den Wimsi. Boah. Aber Interviews haben wir gleich. Ja. Ich habe eh auch überlegt. Ja, klar. Das will ich gerne mal sehen. Kein Problem. Okay. Ich hab auch überlegt, ob ich mich weghalten soll. Kann da am nächsten Spiel die Interviews führen. Okay, also, wenn ich richtig gezählt habe, waren es, glaube ich, 12 Punkte. Hast du auch mitgezählt? Ich habe 13 gezählt. Echt? Nein, ich habe gar nicht gezählt. Keine Ahnung, aber ihr blendet das eh ein, oder? Ja. Ja, drum. War aber können wir 15 sagen. Ganz okay. Ja, war gut. Top, vielen Dank. Bitte. Dankeschön.